Gut. Hallo. Hallo. Hallo? Ich bin schon da. Wie die zu dir da. Hallo. Mit so Überraschungseffekten ein bisschen. Nicht zu früh, aber voll egal. Hi, Andi. Hi, Yes, ja, wir haben einen spannenden Gast heute am Start. Mit dir, Andi, vielleicht für alle, die dich nicht gerade am Gesicht kennen. Du hast eine lange Talhof-Vergangenheit und bist auch immer noch aktiv dort. So nicht mehr lang, bist schon bald zu alt. Ja, Nein. oder? Nein. Wie alt muss man sein, Claudia? Bei 25 musst du gehen. Und dann habe ich noch 3 Jahre. Ah, krass, du bist so jung. Ach, krass, ich Yes. meine, du bist ein guter Gesetzter. Er bleibt es noch lange erhalten. Du hast einmal im Flohen Zivildienst gemacht, darum kenne auch ich dich ein bisschen besser. Und du bist ein Teil vom Shelter 12 Kollektiv, also auch noch kulturell außerhalb unserer Häuser tätig. Yes. Genau. Alles richtig. Alles richtig. Und natürlich kennt Claudia dich viel besser wie ich dich, weil ihr seid schon seit vielen, vielen Jahren zusammen im Talhof tätig. Wisst ihr, wie lange? Ich muss jetzt rechnen. Ich glaube mit 16, Ja. oder? Ziemlich straight mit 16 bin ich hier, da wären jetzt 6 Jahre. Ach, Also du bist sogar vor 16 gekommen. ja, aber habe nicht dürfen, oder? Wohl. Ja, einfach Wohl. nicht dürfen an der Bar arbeiten, genau, da war Ja. es. Ja. Aber du da sowieso für Technik interessiert hast, ist es nicht das Problem gewesen. Genau. So ist es. Wie bist denn du überhaupt? Bist du über Freunde hergekommen? Hast du selber die Idee gehabt, so mit BG zu gehen? Ich habe im Internet nachgeschaut, was es so gibt. Ja, eigentlich wollte ich Geld verdienen, natürlich. Und mit irgendwie Lichttechnik und dort hergekommen. Und dann bin ich irgendwie zuerst mal auf die Seite von der Graben gekommen, aber dort ist nichts gestanden oder irgendwie nicht. Und ja, und dann bin ich halt auf den Teller gekommen und dann habe ich mich dort gemeldet. Und dann ist Claudia durchgefallen und der Reto dort mal. Aha. Ja, so ist es. Gewesen. Zum guten Glück aber habe ich eine neue Krippe auf der Homepage. Ja. Cool. Ja, Danke. gut. Aber Ja, wahrscheinlich ist hätte ich eine Chance ohne praktisch. Erfahrungen, oder? Hä? Thema in der Grabenhalle eher ohne Erfahrungen, um irgendwie ein Licht lernen. Nein, eben wahrscheinlich nicht. Also, ich bin mir nicht mehr sicher, aber das war dann wahrscheinlich auch die Entscheidung, wieso das in Talhof gekommen bin. Einfach zum Erfahrungen sammeln, zum nachher in der Grabenhalle zu arbeiten. Aha. Ja. Aber, oder halt irgendwo anders. Aber da, ja, bin jetzt immer noch im Talhof und sammle meine Erfahrungen. Aber man kann in Grabenhalle oder in Palas kann man Licht machen oder Licht lernen. Also nicht dort Licht machen, die haben schon Erfahrungen gehabt. Also. Okay. Ja. Aber ist ja gut, nein, da müssen wir sie mal fragen. Aber es ist vielleicht nicht so einfach, zum ohne Beziehungen einfach sagen, ich hätte Lust zum Licht lernen, darf ich kommen? Weißt du, mit dem Mantel würde er gehen? Ja. Wenn es jemand Okay. braucht. Also, ja, ich habe keine Lichterfahrung. Aber du hast vielleicht Leute kennt. Aber. Ja, mit 16 kennt man halt noch nicht so viele Leute in der Grabenhalle. Kommt Das stimmt. erst später. Voll. Zum Glück gibt es den Talhof. Und jetzt hast du schon viele Jahre auf dem Buckel. Und ja, ich würde sagen, wir starten gerade mit dem Spiel. Ist das gut für euch? Sind wir Sicher. ready? Ja, und ich kenne den Einsatz. Ich habe ein Quiz für euch vorbereitet. Ihr seid ja, vielleicht wissen es nicht alle, da außer Claudia leitet auf. Und der Andi, habe ich schon gesagt, leitet auf. Darum ist es Neuling mit euch etwas mit Musik machen. Und ihr kennt ja alles, was neu ist und alles, was groß ist. Darum starten wir das Quiz. Du blamierst. Also. Ja? Du
blamierst mich. Ja, das ist jetzt eine Frage, wer. Nein, nein, das ist, da werdet ihr gut meistern. Also, wer zuerst 3 Punkte hätte gewonnen? Ich mal morgen dran. oder wenn wir die Frage ausgehen. Und es ist irgendwann switch ich auch weg von der Musik. Ich habe mir nur 1, 2, 3, 4, nur 4 Musikfragen aufgeschrieben. Okay. Genau, vielleicht gibt es auch einen Unentschieden. Also, echt interpreten und nehmen und so. Ich habe keine Ahnung. Aber egal, ja? Ja, ich bin ein bildlicher Mensch. Ich könnte auch Covers aufzeigen und sagen, wie die aussehen vielleicht, aber nicht. Also den nächsten Namen solltet ihr schon kennen. Weil die Frage ist, von welchem Künstler ist auf Spotify am meisten, also sein Song am meisten gespielt worden? Also ich darf das auch wissen. Jetzt habe ich nur die Hälfte von der Frage verstanden, das ist schon fies. Aha, ich sage es nochmal. Es geht da nicht um Geschwindigkeit, ich kann es beide sagen. Okay. Wenn es beide richtig hat, nein, dann geht nicht, jetzt muss ich jemand zuerst sagen. Welcher Künstler oder Künstlerin hat am meisten Klicks auf Spotify mit einem Song? Also jetzt oder allgemein? Stand heute. Huch. Mit Abstand. Mit Abstand. Ist da etwas Modernes oder ist es ein alter Klassiker? In der Mitte. Bella Ciao oder die? Nein. Ich habe noch einen Tipp abgegeben, Andi. The Root Sandstorm. Nein, der Ed Sheeran. Da habe ich nicht gegeben, Mann. Ja, tja. Und jetzt kommen wir gleich zu der nächsten Frage. Das ist eine Schätzfrage. Claudia darf damit anfangen. Wie viele Mal ist echt sein Song aufgerufen worden auf Spotify? Der Song heisst übrigens Shape of You. Was schätzt du, Claudia? Also heute oder allgemein? Heute. Also nein, bis heute. Schon allgemein. Allgemein bis heute. Also heute um den Mittag um an. Gut. 2,5 Millionen. 2,5. Was sagst du, Andi? Ich sage viel mehr. Ich sage 83 Millionen. Es sind beide weit daneben. Ja, schon denke ich, glaube, du hast richtig. Es sind fast 2,5 Milliarden. Es sind 2,486 Millionen und 200.000 und ein paar zerquetschte. Ja, das hast du ausgesagt. Ja, ist krass. Das ist krass. Der Typ hat übrigens 3 Songs in den Top 10 von den meistgespielten Liedern. Gut gemacht. Voll. Und jetzt bin ich gespannt bei der nächsten Frage. Also jetzt ist ein Punkt für den Andi übrigens. Nächste Frage. Welche Frau ist die am meisten gespielt worden ist auf Spotify? Also mit einem Lied, nicht als Künstlerin. Andi, sag du zuerst. Beyoncé. Was sagst du, Claudia? Ja, ich schwank zwischen Adele oder Amy Winehouse. War völlig etwas besser. Kannst beides stellen, ist beides falsch. Ist eine, die habe ich noch nie gehört, den Namen. Darum staune ich so, sie heisst Tones and I. Noch nie gehört. Nein, noch nie gehört. Also ihres Lied, ich bin so gelassen, ihres Lied heisst Dance Monkey. Habe ich auch noch nie gehört. Aber sie hat eine gute Stimme, da muss ich sagen. Okay. Und somit kommen wir zu der nächsten Frage bei ihr. Jetzt wieder Schätzfrage, da mal mit Andi anfangen. Mhm. Was denkst du, wie oft ist ihren Song abgespielt worden?
Also wir sind wahrscheinlich auch im Milliardenbereich. Oder ich sag mal 800 Millionen. Claudia, was sagst du? 801 Millionen. Wow. Ja. Claudia ist näher. Es sind 1,482 Milliarden. Okay. Aber hoher mehr? Wie viel ist Ed Sheeran gewesen? 2,5. Sie ist immer genau 1 Milliarde weniger. Ja. Ja. Ah, ich habe gemeint, es war mit 1 gewesen, darum bin ich auf 8. Aber ja. Ja, so, der Punkt ist ja Claudia gegangen. Sorry. kennt ihr sie? Kennt ihr sie? Nein. Dann haben wir gehört. Lustig. Ja, wir müssen mehr FM1 oder so lassen, wahrscheinlich. Zum da wissen. Gut, wir machen jetzt, wie gesagt, ja, natürlich, ich bin schon davon ausgegangen, dass jemand noch mehr fragt. Nein, jetzt machen wir weiter. Jetzt geht es um eine Antwort und Geschwindigkeit, weil die Antwort kennen da beide. Sind ihr ready? Wie alt ist der Talhof jetzt? 13. Ja, der ist jetzt Claudia. Ja, klar weiß der Claudia besser als ich. Ja, gut, das Jubiläum haben da beide gerade vor kurzem gefeiert. Ja, ja. Ja, gerade vor kurzem, das ist jetzt eben auch schon 3 Jahre her, ja. Also ja, ja. Cool. Aber ja. Ja, sorry für das. Hätte auch recht, Claudia. Und jetzt noch eine Frage. Claudia macht noch gerne so Tierwissen. Ich habe noch eine Tierwissensfrage. Zuerst einmal, welches ist das stärkste Tier gemessen in, also im Verhältnis gemessen? Das schwerste Gegenstand auf Luft ein Elefant, aber im Verhältnis gemessen. Welches ist das stärkste Tier? Ich hätte jetzt gesagt, die Ameise. Mhm. Claudia? Die der Panzerkäfer oder Borkenkäfer. Ja, es ist der Mistkäfer. Aber der geht schon in die Käferfamilie, der geht schon Claudia. Shit. Sie hat jetzt zwar 3 Punkte, aber ich hätte noch mal eine Frage. Wenn dann einfach die, sie ändert nichts mehr am Resultat, aber wenn du sie gleich noch beantworten. Ja, für die Ehe hole ich mir den noch. Für die Ehe holst du den. Ja. Dafür muss Claudia da mal zuerst die Zahl ansagen. Was denkst du, Claudia, wie viele Fache, die im Körpergewicht kann der Käfer ruggeln? Er tut so Gackibölle rumruggeln. Voll sinnvoll. Ja. Vielfache. Was denkst du, Andi? 20-fache. 1000-fache. Hey, ja, Andi, gut. Das ist gut. Knapp daneben, aber Andi hast noch einen Punkt geholt. Schön. Trotzdem hat Claudia gewonnen. Gib noch einen kleinen Applaus, Claudia. Oh. Gratulation! Ich habe auch geklatscht. Ich glaube, da würde ich klatschen, richtig. Ich muss da mein Handy heben. Jetzt sieht man nichts mehr. Moll. Bei mir ist ein schwarzer Bildschirm gekommen. Bei mir? Ja. Aber jetzt ist wieder gut. Ist wieder gut. Okay, gut. Yes, ja. Wer von euch legt schon länger auf? Ich würde schon sagen, ich, ja. Aber ich weiß nicht, wie lange das Claudia schon heimlich an mir bin. Ja, gut, so für die Fragen muss man nicht länger auflegen. Das ist eigentlich, Claudia hat schon ein paar Jahre mehr auf dem Buckel, um die neuesten Trends zu kennen. Und wissen, wie viel Mal die ab. Du hörst schon ein bisschen länger Musik. Du weißt natürlich, welche Lieder das momentan gerade am meisten Klicks sind. Darum habe ich alles richtig beantwortet. Das ist bei dieser Logik, aber ja. Was mich schon erstaunt hat, so Überhits, also für mich so vermeintliche Überhits,
die sind nicht auf dieser Liste. Also nicht unter den ersten 10. Also was so, keine Ahnung, ABBA und Stones und so. Ja, aber das sind halt auch keine Spotify-Zeiten. Ja, klar. Die werden nicht auf Spotify gelassen. Ja, zumindest die Generation lässt vielleicht, ist erst später auf Spotify gekommen. Die wollen aufholen, meinst du? Aber ist gleich noch krass, ne? Mhm. Ja. So eine Sängerin, die wir drei alle noch nie gehört haben, wahrscheinlich ist sie 19 und macht seit einem Jahr Musik. Ja. Ist vor ABBA oder so. Ja, gut, ABBA finde ich jetzt einen schlechten Vergleich, aber vor... Ja, Beyoncé. Ja, oder... Mhm. Adele oder keine Ahnung was. Ja, aber die sind alle... Das ist schon wieder vorbei. Ja. Ja, Billie Eilish, die wäre noch weiter. Ich denke, die sagen da. Mhm. Ich denke, die meistgespielte Frau. Aber ist die auch irgendwo in der Top irgendetwas? In der Top 20. Ich glaube irgendwie 17 oder irgend so. Okay. Mhm. Ich habe mir überlegt, zum Céline Dion sagen. Aber. Ja. Aber dann habe ich mir es nur mal überlegt und dann habe ich den eben doch nicht. Jawohl, das sind aber andere Zeiten. Ja, von mir erwarten das von dir. Hä? Celine Dion hat jetzt eher von mir erwartet, nicht von dir. Aber die hat ja mal, Celine Dion hat ja mal an der Eurovision, am Eurovision Contest mitgemacht, gell? Mhm, trotzdem. Ja. Der DJ Bobo auch. Ja gut, aber sag ich. Ja. Ja. Ich weiß mal, dass der Beach Weber haben wollen schicken. Ist da mal passiert? Nicht. Weiß ich nicht. Da hätte ich eben noch glatt gefunden. Hey, aber man, eben, dir hast schon eins genommen und eben ihr Mann, Flo. Was haben Flo für Supermächte? Denkt ihr? Flo können ein Vielfaches von ihrer Körpergröße weit und hoch gumpen. Unglaublich. Ja. Und... Also, ich habe es noch nie gesehen, aber ich habe es gehört. Okay. Gehört sagen. Ja, das stimmt. Aber jetzt, das stimmt ja recht. Jetzt Männer und Frauen, also Menschen meine ich. Wer ist der Weltrekord Männer im Weitsprung? Also in Meter, also in Zentimeter Meter oder in Waagemessen? Keine Ahnung. Also ja, in Zentimeter oder Meter. Das aussehen. Ja, in Körperlänge oder so. Ja. Also weißt du, wie beim Käfer vom Körpergewicht zu Tausenden, was im Gewicht. Aha, Entschuldigung. Ja, du hast recht, sorry. Sorry. Also, aber du willst Meter wissen. Ja. Ich sag 2 Meter. Der Mensch, Weitsprung. Ah, der Mensch oder der Flo? Der Mensch. Aha, der Mensch. Wie könnt ihr das jetzt? 6,50 Meter. Wie viel? 6,5. Ich sage 7,30 oder irgend so etwas. Okay. Also, bei den Männern ist es 8,95. Boah, krass. Und bei der Frau 7,52. Und der Flo, aber ich habe wohl recht gehabt, mit dem du gesagt hast. Flo, also Andi natürlich auch, aber 200-fach von ihrer Körperlänge. Ach, und wie lange sind es? Da weiß ich nicht, aber im Vergleich zum Mensch, also ein Mensch könnte den 400 Meter liegen. Hm. Ja. Krass, ne? Ja, das ist crazy. Und die Höhe ist das 150-fache von ihnen. Krass. Das ist hoch. Ja, das ist ja. Andi, weißt du, was ich sage? Das ist hoch. Nein, nicht. Das ist 250 hoch. So über einen Wolkenkratzer. Ja. Ja, wenn du denkst, dass eine Kirche etwa 30 Meter ist.
Ja, ist ja hier, es gibt ja früher noch so Floh-Zirkus gegeben. Ja, genau. Also das habe ich noch nie gesehen, aber einfach ich habe es auch immer nur gehört. Gibt es da wirklich? Ich glaube, das hat es wirklich gegeben, ja. Ich glaube, die haben so, also ich weiß nicht, wie das funktioniert hat, aber die sind in so einem, keine Ahnung, hast du schon durch eine Lupe durchgeschaut und die sind in einem Glasriffig rein gewesen und haben die Nummer gekumpelt. Keine Ahnung. Cool. Mhm, das stimmt. Und dann haben sie, die haben es doch einmal irgendwo, also gemeint, die sind ja angebunden gewesen, so mega ja. Viel. Wie groß sind Flöhe? Ich glaube, keine Ahnung. Ja, so winzig klein. Ja, so. Winzig klein. So. Ja. Ja. Aber mehr gut. Ja. Spannend, die Kalorien eben in der Bahn so Protein. In der Bahn? Spezielles Protein. Okay. Das ist Aber wenn es Druckfeder funktioniert. Mhm. Ja. Du, ihr zwei, ich glaube, etwas, was vielleicht noch viele Leute draußen gar nicht sich vorstellen können. Und ihr denkt, ich frage euch zwei dann. Wie sieht eigentlich ein Abend aus, wenn ihr irgendwo gebucht seid? Was macht ihr, abgesehen vom Auflegen, was macht ihr? Willst du Andy? Ich muss jetzt selber gerade überlegen. Selber Party. Eigentlich. So. Und je später, dass man spielt, wo man halt schauen, dass man nicht zu viel trinkt, sonst kann man dann nachher nicht mehr spielen. Mhm. Das ist so. Und sonst meistens bist du ja leider auf Partys, wo coole Sound läuft, hoffentlich. Und dann fährst du selber mit. Also so mache ich da meistens. Also dann bist du auf der Tanzfläche? Ja, eigentlich schon. Musst du dich nicht irgendwie fokussieren oder irgendwie so? Ausser man hat halt einen mega Stress und muss noch alle Lieder irgendwie sich auf den Stick überladen und in der letzten Sekunde merkt man, dass es irgendwie nicht geht und dann, ja, und dann hat man ein bisschen Stress. Denn das kannst du nicht auf der Tanzfläche machen. Da musst du irgendwo im Kämmerli machen. Aber ja. wenn du ready bist, dann bist du ready, dann kannst du auch auf der Tanzfläche rum sein. Ja. Wie ist das bei dir, Claudia? Also ich tue meistens, also wenn ich mit dem Marco, mit dem Swaggy Maggi auflege, dann tue ich meistens vorher noch fein essen. Weil einen Boden braucht man für so ein Abend. Also auch wenn man mega lang auflegt. Und vielleicht vorher auch noch ein bisschen einsounden. Vorher noch, um so ein bisschen reinkommen. Das ist so beim Essen ein bisschen einspielen und nachher dort reingehen. Also ich lege ja immer erst beim 12 Uhr 1 auf. Ich bin nicht von Anfang an dort. Manchmal bin ich noch ein bisschen nervös am Anfang. Und dann bin ich nicht so hoch. Und dann mag ich mich alle Leute gar nicht zu verträgen. Ja. Mhm. Aber dann bist du nicht so auf der Tanzfläche, bevor du fleisch. Wohl. Selbst schon. Also ich finde es auch mega cool, um die anderen Supporter, die auflegen. Mhm. Nicht cool. Von Anfang an, also vielleicht so eine Stunde, eineinhalb vorher. Ja. Und dann nachher, wenn noch jemand anders nachruft, dann bin ich eh mega glücklich und alles. Ja. Voll. Aber das Essen kann ich auch bestätigen. Dann mache ich oder machen wir MX auch. Also gerade bei Shelter, wenn wir zusammen ein Event haben, schauen wir, dass wir zusammen ein grosses Essen machen können. Auch wenn es nur Spaghetti ist oder so. Aber das ist meistens auch mega cool. Manchmal sogar in der Location selber haben wir auch schon öfter gemacht. Also eben zum Beispiel im Engel oder so, wenn man vorher noch ein bisschen essen kann und nachher der Event startet. Das ist mega cool. Mhm. Das ist ja der Nachteil als, zumindest, ja, wahrscheinlich meistens als DJ, oder? Dass man nicht das Essen überkommt. Vom Veranstalter, oder? Die Bands sind ja meistens vorher noch mit dem Nachtessen, ist aber bei DJs wahrscheinlich weniger, oder? Ja, weniger. Hast du auch keinen Soundcheck wirklich, oder?
Ja. Oh, und fängt später an. Ja, ja, und hast auch meistens ein paar spätere. Ja, ja, also voll. Mhm. Und im Talhof kannst du ja trotzdem machen, manchmal, meistens. Ja, klar. Aber jetzt mehr so, ich meine jetzt mehr so außerhalb von unseren Räumen, wo es vielleicht abschlaft. So. Mhm. Also ein Trischli wäre träge, wenn du vorher noch anhocken könntest und sie würden für dich Spaghetti kochen. Nein, sie kochen jetzt dann nicht für dich, aber dann holst du Dementier immer noch. Ja, ja. Also. Ja. Bist du jetzt nur bei mir eingefahren oder bei der ich oder sind ist da bei euch auch gewesen? Bei mir ist auch eingefahren, kein. Ah, okay. Easy. Jetzt bin ich auch nicht so nervös, aber am Anfang bin ich so nervös, dass ich sehr schlecht gelungen war. Und dann oh. Immer so gedacht, okay, das letzte Mal, wo ich was mache ich da überhaupt? Was mache ich? Und nach dem Auftritt, yeah, hurra, cool, geht weiter und so. Ja. Da habe ich zum Glück nicht mehr so. Ja. Keine Nervosität mehr. Mal, aber nicht mehr schlecht drauf. Mhm. Ja, so mehr aus einer Sicherheit raus wahrscheinlich auch, oder? Einfach, dass du weißt, du kannst es und Glück, dir gefällt es. Tendenziell. Ja. Das ist ja am Anfang, ist ja da voll, weißt du, hast du eigentlich gar keinen Anhaltspunkt, oder? Nein. Mhm. Andi, wo hast du das erste Mal aufgelegt? Magst du dich noch erinnern an deinen ersten Auftritt? Ja, im Pfadiheim. In der Weihere oben. Ah, okay. Ja. Also, es ist halt kein, ja, ist nicht unbedingt öffentliche Party gewesen, aber halt wir da oben, wir haben mal die Chance, um irgendwie Musik machen und haben da riesen Equipment aufgefahren, also riesen, halt da, wo wir so hatten mit irgendwie 14 oder 15 und ja, riesen Zeug gemacht und ja, ist noch lustig gewesen, aber wenn man zurückgelegt, ist es wahrscheinlich schrecklich gewesen. Ja. Aber auch egal. Ja, eh, voll egal. Man muss einfach mal machen und die Leute haben es wahrscheinlich nicht gut gefunden, oder? Es geht. Wir haben auch schon eine andere Musik gemacht. Haben alle Martin Garrix wollen und wir einfach so, nein, machen wir nicht. Ja. Und da haben wir dann ein bisschen negative Kritik eingefangen. Aber das war uns egal gewesen. Wir haben einfach gesagt, die haben keine Ahnung. Schon auch keinen Wunsch angenommen. Genau. Hättet ihr noch gerne etwas in den Raum geworfen oder sollen wir uns verabschieden? Das ist gut von mir aus. Ist gut. Gut. Also, schön, dass ich dich wieder mal gesehen habe. Danke, gleichfalls. Oh.